Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren mui saftigen Episode Let's Play Medieval Dynasty. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Mit dabei haben wir natürlich unseren Jesus des Vertrauens und hallo Frau und hallo, hallo Jesus. Ich begrüße euch ganz herzlich. Hallo. Ja, ihr Lieben, ihr seht schon, ich bin gerade unterwegs. Andres hat in der Nacht noch mal ein Häuschen fertig gebastelt, also unser Jesus. Eben, Andres bastelt nicht, der sitzt in seinem Stall. Ich brauche Männer im Bike dann, im Idealfall. Mal eben zur Hauptstadt reisen. Können wir noch das mal... klingt nach einem bedeutungsschweren Seufzer. Ja, das ja, kann man so, ne? Weil das verbuggt war und dann wollte ich eine Kiste halt aufnehmen und hab die komplette Scheiße kaputt gemacht. Ja, okay. Hey. Das ist Klassiker. Kacke. Und es war halt einfach nur verbuggt. Jetzt bin ich drüber. Ich brauche Stöcke für die großen Weidenkörbe. Ach, du auch? Ja, aber ich brauche nur 4. Du wirst wahrscheinlich mehr brauchen. Ersten Turm habe ich schon soweit fertig vorbereitet. Ja, nice. So, der zweite gemacht werden und halt die Dekoration. Aber da arbeiten wir dran. So, hab mir mal 60 Stück rausgenommen. Gottes Willen. Wir sind alle hier, ich sehe ja noch von der Ecke einer. Naja, ich brauche ja die großen beiden Körbe hier. Ich weiß nicht, welche du genommen hast. Wahrscheinlich die beiden Kiste. Ich glaube, wir können keine Leute mehr ranholen. Weil da steht jetzt auch nicht, wie viel Reputation vonnöten ist. Gibt es da ein Maximum an Party People? Das würde mich eigentlich wundern. Mich auch. Arbeiter 83 von 84. Ja, darum geht's nicht. Ach so. Das ist nur die Übersicht über die Anzahl und wie viele davon gerade arbeiten, glaube ich. Ach so. Mystisch. Okay, egal. Erstmal Verwaltung. Schwierig. Schwierig. Also wenn es an der Reputation liegt, werden wir es gleich sehen, weil dann wird es dann gehen. Na, ihr habt mir nämlich nur gesagt, ja, du bist dabei, den guten Ruf aufzubauen, aber da stand jetzt nicht, ja, du brauchst das so und so viel Reputation. Das wundert mich. Also ich gehe die Quests jetzt mal abgeben. Bis auf die Füchse habe ich alles und kann alle anderen abgeben. Dann werden wir sehen. Kauf gerade noch einen weiteren Mukus. Weibchen. Jawohl. Mehr Kühe gehen aktuell nicht. Wie lange brauchst du denn circa? Ich laufe gerade hin. Wenn ich gleich auf der anderen Seite bin, rufe ich noch meinen Esel. Ja. Und ich kann für knapp 1000 Reputation, 1200 Reputation, irgendwie sowas in dem Bereich abgeben.
Also hier steht es auch. 32.500 brauche ich. 32.000. Mhm. Und wir sind gerade bei... Ach komm. Ey, komm, ernsthaft? Es fehlt 19 Reputation, deine Muschi-Mama! Hast du gleich, wenn ich bei dir bin. Du bist in der Hauptstadt, ne? Ja. Ja, heute wieder ganz viel Mäcken. Und wir wissen nicht, was sie macht. Nee, ich sehe es dann halt auch erst wirklich im Schlitt. Ja, ja. Ich versuche gerade alles zu vermeiden. Ich nehme die Schnellreise von Klonika zur Hauptstadt, nur damit ich da nicht jetzt dann vorbeireite. Ja, fühle ich. Fühle ich. Ja, so viel Rücksicht nehmen wir. Klein Mann. Mhm, ja. Weil wir Respekt vor dem haben, was sie da baut. Ja. Wäre jetzt auch geil, wenn sie ein bisschen was dazu erzählen würde. Aber macht sie ja nicht. Ja, was soll ich denn dazu erzählen, außer dass ich gerade Weidenkörbe stapel? Ach, du auch? Ich nehme dieses Brett und lege es auf ein anderes. Ja, wie lange brauchen Sie noch, Monsieur? Hallo? 170 Meter. Okay. Weil ich stehe hier und genieße die Landschaft. Ja, ja. Und verjage Enten. Finde ich gut. Find ich gut. Lauf in deiner Nähe vorbei. Hallo? 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 Jesus kommt an dir vorbei gehüpft. Bunny Hopping Jesus. Ich glaube nicht, dass hier, oder? Passt? Ich weiß es nicht. Ich kratze mir bescheuert in der Birne. Gut, fangen wir mal der ersten Quest an. Steinreich da. Ja, die können wir nämlich auch noch mit aufs Feld setzen. Die Dame. Dann haben wir wenigstens reichen diese drei von vier und. Oh, ja, das ist doch schon mal geil. Hallo! Ja, es wird noch mehr. Ich glaube nicht, dass das hier geht. Die wird eingeteilt, ihrer Slot. Dann das ja, Häuschen. Nicht. Arbeitsplatz, Feldschuppen. Okay. So. Jetzt dann muss ich nur noch die Füchse jagen und dann. So, jetzt haben wir auch erledigt. Erstmal insgesamt drei neue Leute für die Dings. Das sollte ja auch reichen. Mhm. Und ich habe nebenbei ein neues Level in Diplomatie. Diplomatie? Ja. Diplomatie. Diplomatie. Duplo? Lecker. Die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Oh ja. Aber auch nur die wahrscheinlich. Das große schwarze Ding. Die längste Praline der Welt habe ich in der Hose. Hallo. Was? du findest dein bestes Stück also süß, ja? Das musst du so nachfragen. So, ab nach Klonike, let's go. Also als süß würde ich ihn jetzt nicht betiteln. Als richtig männlichen Cock, was? Oh, lol. Wecker. Nice. Beep, 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 beep. So, ich habe mal meine Punkte in die Produktion der NPCs gesetzt. Mhm. Damit sind wir jetzt auch von meiner Seite aus bei 15% schnellerer Produktion durch NPCs. Voll gut. Oh yeah. Okay, so. Ich glaube, ich bin soweit fertig. Echt jetzt? Mhm. Jetzt sagst du jetzt, wo ich so weit weg bin. Soll ich Lucky Lucky machen? Ja, bitte. Ich komm gleich, wenn ich Füchse jagen war. Okay, das ist interessant. Die Körbe, die ich da oben hingestellt habe, die spawnen erheblich schneller als die Mauer. Ja, gut. Wahrscheinlich, weil die in der Prio-Liste auch nicht so weit oben sind. Okay. Machen wir einmal Hut aus. Die ganze Nummer zu genießen. Mäh. Ich da. Ach du Scheiße, was ist hier los? Ach. Hm? Ey. Alter, hier ist ja richtig was auf den Straßen los.
Ich bin mal gespannt, was du sagst. Ob ich meine Lage übertrieben habe? Wahrscheinlich, aber... Das muss ja nichts Negatives sein. Alter, ich park mein Pferd erstmal auf der Weide da. Ist ja mal... Hier ist kein Durchkommen gehabt mit dem Pferdchen. Warum hatte ich... Ich hab mich mit dem Pferd auf die Fresse gepackt. Das ist jetzt nicht wahr. Ja, hat keiner gesehen. Wehe, das ist nicht in der Aufnahme drin. Jetzt schnell ich raus. Ist ja peinlich, ist das. Ich glaube, das Holen ist vom Ferdinand das Kind. Jetzt ernsthaft. Wir haben nämlich die gleiche Musterung an der Arsch. Ja, aber wer ist der Papa? Keine Ahnung. Solange es nicht dein anderes ist, ist alles supi. Dann hätten wir Mulis gemacht. Da habe ich mit Black Mamba ja schon überzeugend demonstriert. Hallo. Mäh. Mäh. Mäh? Mäh. Was hast du denn hier gebaut? Ein Spielplatz? Ja. Das ist jetzt nicht dein Scheißernst. Okay. Nein. Ich gehe die Füchse später jagen. Nein! Nee! Du hast ja sogar an die Details gedacht, hier mit Nein. Nein, Frau! Ja, mindestens und so. Okay, tut nichts Unüberlegtes, ich bin auf dem Weg. Was denn? Ja. Hä? Nee. Ja. Was denn? Alter. Der Schaukel konnte ich leider nicht bauen. Ja, Schaukel, wie willst du hier eine Schaukel bauen? Ja, eben. Das ist noch possible. Eine Rutsche ist das? Sandkasten? Ja. Wippen? Ja. Sitzgelegenheiten? Hier fehlt eine Bank. Nee, geht nicht. Also, weil sonst steht die irgendwie hier. Achso. Weil es zu okay. Uneben ist. Deswegen haben wir es weggelassen. Okay, 200 Meter noch. Dann weiß Jesus auch Bescheid. Du drehst hier gleich am Rad. Hey, jetzt fehlt hier eigentlich theoretisch... Doch, ist hier verdammt gut aus. Hier fehlt eigentlich jetzt nur noch so ein Türchen, ne? Oder wolltest du offen lassen? Ring... Nee, das mache ich noch. Weil ich wusste nicht, wahrscheinlich... Bretter. Nein! Was denn? Alter. Ja, ich habe da Bretter draufgelegt. Ich habe diese Dings doppelt gelegt, dass halt auch zum Beispiel die Eltern. Jesus, hier ist ein Eingang. Hier sitzen können. Jesus, Alter. Hier ist doch ein Eingang. Ja. Ich wollte das Ganze von etwas höher sehen. Ach so. Ja, dann komm hierher, hier kannst du raufhüpfen. Hoppala. Also ich würde ja jetzt gern was dazu sagen, aber... Ich fürchte, mir gehen die Worte aus. Ich habe gesagt, The Man hat den Spielplatz erfunden. Wie kommst du auf solche Ideen? Weiß ich nicht. Ich dachte so, Alter, ich finde das... Was fehlt jetzt noch? Ich finde das... Für die kleinen Kinder ein Spielplatz. Ich weiß zwar nicht, dass es im Mittelalter Spielplätze gab, aber du hast den soeben erfunden und das ist ziemlich erfolgreich. Ja. Und trotzdem gar nicht hier so lang zu gehen. Alter. Ja, bei der Rutsche war ich mir nicht so sicher, ob ich 3 oder 4 Baumstämme benutze. Aber ich dachte dann so, dann ist es halt ein bisschen breiter, aber... Vor allem hat sie hier Schafswolle hingelegt auf Nein. die... Ja, ich sehe das. Ja. Ich hab gerade eben Alt gedrückt. Oder Pelz, ja. Ach so, hast du das gemacht? Ja, ich nicht. Ich hab mein Hut aus.
Ja, das habe ich auch aus, aber alt kann man trotzdem drücken. Aber hier diese Nummer, ne? Alleine schon mit dem Sandkasten. Alter, what the fuck? Ja, ich hab's halt auch aus, aber alt kannst du ja trotzdem drücken. Ja, so kann man halt auch zum Beispiel Sand. Ja! Darstellen. Ja, auf jeden Fall! Wie kommst du auf solche Ideen, Alter? Ich finde das super. Hallo. Hirschbaum? Ja, aha. Das ist einfach nur ein Weg. Weil du kennst doch, bei Rutschen ist eigentlich auch unten da so Sand. Ja, darüber bin ich mir im Klaren. Das, was die Kinder bremst. Ja. Da, wo sie mit ihren Gesichtern abbremsen und so. Also sag dir, ist gut, ja. Aber hallo. Nee, ist nicht gut. Ist fantastisch. Ja. Ich dachte, es sieht hässlich aus. Nein. Also ganz ehrlich, also ja. Die hat einen Spielplatz gebaut. Ja, was denn? Wir sind begeistert, Frau. Wie kommt man denn auf sowas? Das ist krass, das ist einfach nur krass. Vielleicht bin ich halt einfach ein verspieltes Mensch. Ich gehe jetzt an meine Schandmauer und schäme mich ein bisschen. Nee, du kannst zur Kirche von Spoiler gehen, die hast du gebaut. Kannst du um Erleuchtung beten? Ja, Andres, hast du noch Nom Nom? Ich bin hier gerade am Verhungern. Jetzt. Sekunde. Ich kann dir auch was geben. Ich habe noch ein nicht mehr ganz so gutes gebratenes Fleisch. Ja, ich habe ausreichend. Ich gebe hier. Alles gut. Okay. Weil ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie zum Laufen zu laufen. Alter. Ja, was denn? Ja, aber hör mal. Also, musste verarbeiten. Also, nom nom. Machen, weil steht nur noch bei 50%. Ja. Begeistert. Er musste erstmal drauf kommen, Alter. Mhm. Deswegen überlasse ich auch der Frau die Wohnungseinrichtung. Das ist der Grund. Die ist kreativ, sein Urgroßvater an. Und baut da einfach einen Spielplatz hin. What the fuck? Ja, ja, geil. Was hätten wir denn sonst mit dem Platz anfangen können? Weiß ich nicht. Ja, siehst du. Ich bin froh, dass du was gefunden hast. Ja, same. Außerdem, während die Kinder hier spielen, können die Eltern auf der Plantage arbeiten. Zum Beispiel. Oder da bei dem kleinen Teich chillen oder halt hier irgendwie am Holztisch. Ich habe extra keine Tischdecken benutzt, weil auf Spielplätzen sind keine Tischdecken. Eigentlich sehr, sehr wenige Tischdecken gibt. So gut eigentlich wie gar nicht. Ich habe noch nie auf dem Spielplatz Tischdecken. Schon die Tatsache, dass du ein Klo auf dem Spielplatz hast. Wir sind auch nicht eigentlich. Wir sind unsere Zeit bei voraus. Das wollten wir jetzt alle wissen, Frau. Ja, weil ganz ehrlich, also ich bin zu einer Freundin gegangen, die direkt nebendran wohnte. Sinnvoll, ja. Ja. So. Weil ich keinen Bock hatte, jedes Mal nach Hause zu laufen, weil es dann schon ein bisschen weiter weg war. Um auf Toilette zu gehen, um dann wieder zu kommen. Vor allem, wenn man mit Freundinnen irgendwie da war und sich dann kurz verpissen musste. Nee. Ja. Ja. Ich, ganz ehrlich, ich bin begeistert. Wer kommt denn mit? Die Frau, Alter, mit ihren Ideen, das ist ja. Ich komme mal in deine Richtung, Aris, da sollen irgendwo Füchse sein. Ja, du kannst ruhig. Bei mir ist kein Platz, wir haben das. Kannst ja mal gucken, wie weit das jetzt ausgebaut ist, wenn du gerade sowieso hier bist. Ja, ja. Ist noch nicht fertig, aber ist ja egal. Alter. Wahnsinn, Frau. Nee, ernsthaft. Jetzt ist die Frage, welches Gatter? Die Antwort ist 42. Ersatzweise 69, je nachdem, was du hören möchtest. Okay, fühle ich. Soll ich ein großes Gatter nehmen oder nur so ein kleines? Oh, nur, das ist deine Baustelle. Wenn nur, das einer zu entstanden hat, dann du, würde ich sagen. Nur wenn du es schaffst, ein Schloss davor zu setzen, dass die Kinder auch da drin bleiben. Wenn sie schon nicht arbeiten, sollst du wenigstens nicht rumlaufen. Wow. Wow. Ja, okay. Ich sehe, das ist Arbeit. Ja, aber mittlerweile habe ich einen relativ guten Groove drin.
Naja, bei diesen leicht schrägen Sachen kommen wir manchmal an die Grenze der Physik-Engine. Bei mir sind deine beiden Bretter hier nämlich gerade runtergerutscht. Also für mich. Noch die zwei hier in die Richtung, wo ich gucke. Sind sie bei dir nicht? Nö, sind noch da. Ne, ich habe ja gesehen an der Art, wie sie rutschen, dass sie nicht wirklich runtergerutscht sind. Na, zack, sind sie wieder oben. Aber das macht ziemlich nice. Es ist schade, dass man die nicht wirklich stabil hinstellen kann und dann mal von außen zum Testen einen Pfeil dagegen schießen kann. Mach doch. Wird ihr da nichts wieder umschmeißen? Probier es. Jetzt gerade bin ich hier. Okay. Das lässt er sich nicht zweimal sagen. Hallo. Oh, oh ja, Gott. Nein, ich schieße nicht da auf den, wo du hinterstehst. Ich nehme den von mir aus gesehen ganz links. So. Fertig. Dir geht's sauber durch. Okay. Geht's sauber durch. Aber jetzt haben wir hier eine Art Mauer. Eine zweite Reihe innen drin würde zu massiv aussehen. Ja. Wo ist mein Pfeil gelandet? Ich hab keine Ahnung. Ach, wo gehen die Gegenstände? Also wenn irgendwo irgendjemand tot umfällt mit einem Eisenpfeil im Kopf, das war nicht ich. Ach so, okay. Okay. Ich wollte es nur gesagt haben. Aber jetzt mal ernsthaft, wie krass ist das bitte? Wie krass, ey. Wahnsinn, Frau, Wahnsinn. Ja, habt ihr gar nichts gemacht? Ideen und so. Naja, hast ja gar nichts gemacht. Hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Hab ich auch nicht. Habe nicht mal eine Bier getrunken. Totale Unschuld. Ja, natürlich. Wahnsinn. Also da kann ich mit meiner Mauer aber null gegenhalten. Auf so eine Idee musst du erstmal kommen, verfickte Scheiße. Ich bin gespannt, was die Frau sich als nächstes für ein Projekt aus dem Ärmel schüttelt. Muss ich mal überlegen. Du könntest noch, neben dem Tor von Andres ist noch dieser Teich. Da könntest du noch gucken, ob du was vielleicht ausmachen kannst. In der Nähe des Tores wäre vielleicht eine Waffenkammer nicht schlecht. Also das wäre jetzt so meine Idee gewesen, weil das ja der Haupteinfallweg ist. Ja, aber wenn du schon die Idee hast, dann... Ja, aber ich bin auch nicht dazu gekommen, sie auch umzusetzen oder anzufangen. Ich bin ja kaum dazu gekommen, bei meinen drei großen Häusern weiterzuarbeiten. Na, und das ohne das in irgendeiner Form negativ zu meinen. Ich bin ja hier ständig unterwegs wegen Reputation. Es macht mir auch Spaß, deswegen in keinster Art und Weise negativ gemeint. Habe ich auch nicht so aufgefasst. Also ein Waffenlager, ja? Ja. Muss ich kurz eine Skizze machen. Wenn mich das in irgendeiner Form gestört hätte, dann hätte ich da was, dann hätte ich da laut von mir gegeben oder gesagt, nee, ich will jetzt mal was anderes machen. Okay, Den muss ich aber noch ein bisschen vorziehen. Das kratzt jetzt nochmal im Ego, Alter. So. Bedeutet, ich mach hier... nicht anders geht. Nein! Es ist mir ein Teil der Mauer runtergefallen. Stein. Ja, es ist jetzt schon ein bisschen ärgerlich. Das Ding, was voll schräg lag. Da hat der innere Monk gekickt und ich wollte das ausrichten. Und er ist ein bisschen runtergepurzelt. Aber ist kein Problem. Das kriegen wir doch geregelt hier. Dann mache ich hier... Ach Junge, geh doch was trinken. Okay. Das nächste Auto wird hellblau. Aha. Oh, babyblau. Na, gerade ein Bild davon geschickt bekommen. Verbrennt ihn. Er ist ein Hexer. Ja, aber wenn ich ein Hexer wäre, dann hätte ich zwei fucking Schwerter. Ja! So, Türmchen.
Töpfchen gut, diese. Da baut das Mensch Spielplatz, ich glaube, das sagt, ey. Kannst du da auch noch nicht so ganz drüber reden? Nee, nicht wirklich. Auf so eine Idee erstmal kommen, ne? Das ist einfach wieder so ein GG-Moment. Ey, nicht schlecht, nicht schlecht. Bleib hier, Wildschwein. Macht Anime wieder zicken. Nee, der nicht mehr. Die stören mich bei der Fuchsjagd. Glaube ich. Aber glücklicherweise habe ich ja ein Messer. Aha. Das dritte. Da. Irgendwo ist noch ein viertes. Oh, das Problem... nee, warte. Jetzt muss ich gerade überlegen. In Häusern kann ich ja nichts setzen, richtig? Nein, leider nicht. Also ja, richtig, geht nicht. Oh, so. Fuck. Ja, dann heute wir die vier Wildschweine mal. Die Wildschweine zu töten ist so easy und stressfrei. Warum machen die Füchse so ein Problem? Ich hab keinen Bock. Ja. Oh, es wird auch schon wieder gleich dunkel, Mann. What the fuck? Ja, ich glaube, ich muss mir da was überlegen, weil das ist dann doch ein bisschen kniffliger. Ja, du willst die Waffen ja gut zugänglich, aber gleichzeitig sicher aufbewahrt haben. Weil jetzt soll ja auch nicht jeder Depp kommen. Und sich da einfach eine wegnehmen. Die sind ja für die Verteidigung des Dorfes da. True. Nee, also ich muss es nochmal überdenken, wie ich das am besten baue. Okay, morgen gibt's eine Probefahrt. Nice. Den Spielplatz. Also. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Hey, ja. Was denn? Ich das dachte ist nicht halt, negativ. Die Kleinen brauchen auch mal was. Ja, das ist doch überhaupt nicht negativ gemeint. Ne? Null. Klingt aber so. Nee. Nein! Im Gegenteil. Viel positiver geht es nicht. Wir sind geflasht. Ja, da musst du erstmal drauf klarkommen irgendwie. Ja, ich überlege mir mal was, wie ich das am besten mache, weil... Ja, es ist gar nicht so einfach. Das ist eine kleine Herausforderung, ne? Ja. Aha. Also, weil wir auch kein Gebäude oder so benutzen können, theoretisch. Ja, es sei denn, es wird irgendwas abgerissen, aber da ist aber auch langsam an den Kapazitäten. Was willst du abreißen? Ja. Das ist ja. Nicht. Geht nicht, ne. Naja, wir haben nicht viel an unnützen Gebäuden. Ja. Aktuell so eigentlich gar keins gefühlt. Selbst, ne? Marktstände habe ich ja selber gebaut. Ja. Na, ich meine, gut, Marktstände hätten wir noch ein paar, die noch unbenutzt sind. So ist das jetzt nicht. Ja. Ja, zur Not da einen rausnehmen, falls du ein Gebäude brauchst. Frage ist halt nur welcher. Ja. Das Problem ist halt, was auch Gebäude drauf. Kann ich halt nicht wirklich verwenden. Ja, da ist auch nicht wirklich Platz für ein Gebäude. Ja. Das kommt noch erschwerend hinzu, ja. Eieiei. Ah, Ares. Oh,
Ich bin gerade im Überlegen, deswegen stehe ich gerade hier gefühlt nur rum. Das macht nichts, du kannst ja auch weiter überlegen, denn wir sind nämlich jetzt sowieso am Ende einer Episode angelangt. Ey, das ist super, weil da hat die Frau nämlich wirklich noch Zeit, darüber nachzudenken. Vielleicht fällt hier ja noch was Geiles ein und so. Ja, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung freuen. Ganz wichtig, Videobeschreibung abchecken. Partner zu Gaming Triebwerk und der Merch sind verlinkt. Genauso wie der ganze Rest und so. Und haut euer Feedback raus zum Spielplatz. The Mad Playground. Das musst du jetzt mal auf die Idee kommen, du. Ja, würde ich sagen, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und seid schön mit Öl. Noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, macht's gut und ciao. Tschüss.